So, hallo, wir sind die Vorspieler und wir sind heute nicht die Vorspieler, sondern die Blackguards-Spieler. Genau, wir spielen Blackguards und wir grüßen alle aus dem Let's Play Forum, www.letsplayforum.de. Warum sagst du als einziges Dot dann? Ja, so cool. www. Du musst auch mal Dot sagen, ey. www.letsplayforum.de, ja. .com. Ja, nee, .de. Dot Schulz, ey. Das bin ich. Ich bin der Schulz. Du bist Dot. Ich bin Dot. Nicht in Abschied. Wenn das mal der Papst wüsste. Was? Wenn ich Dot. Guck mal, die haben auch keine Rüstung an. Ja, gut, das ist ja. So, mit denen. Das ist ja auch irgendeine Schwäche machen. Ja. Ja, die haben auch Schwäche. Der Zora muss den auf jeden Fall heilen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die sich überall aufhalten. Hier ist einer, gut. Mit dem Zwerg kannst du da. Ja, hier sind auch zwei. Ja, läuft schon. Ja. So. So, der Zauberer macht hier hinterher und heilt den schon mal. Der ist nämlich schon hier kurz vor Abbeginn. Jetzt haben wir eine kleine Heilung. Was geschieht mit mir? Was geschieht mit mir? Was geschieht mit mir? So, und der Händler ist hier oben noch einer? Nee. Stell doch rechts neben den Takate. Direkt. Oder willst du mit dem Zauberer da dann offensiv gehen? Nö. Zauberer. So, wo ist die Niam denn hin? Die steht hier mitten uns. Da. Ah ja. Ah, vorbei. Ich muss Maus loser. Sicher? Ja, wir müssen nicht. Ich glaube, die sind viel am Laufen. Das muss man sagen. Eingreifen. Na gut, du hast den jetzt schon geheilt, das heißt. Niam, so. So, die Niam. So, wenn ihr jetzt hier hinläuft, hat das falsch was für Biene, Ihmchen hier haben wir. Ja. Das Problem. Ach nee, die nimmt jetzt nicht automatisch die anderen Pfeile. Wie? Ja, dann sind wir wechseln. Ach, ja, die Waffen, die sehen schneller Pfeile. Ach so. So, starten wir durch. Smash. So, damit haben sie nicht gerechnet. Voll der clevere Move. Der Zwerg gibt denen jetzt gleich hart. Nicht nur mal ein Takato bisschen. So, der hat. Zwerg, das ist der Pendel. Das ist geheim, ey. Geheim? Ja, voll geheim. Au. So. Ja, gut, der läuft in die Ecke. Das ist okay. Dann machen wir den jetzt erstmal mit dem Zwerg und hier oben den mal mit der Frau. Jetzt gehen sie auf den VS hin. Ja. So. Gut. So. Ja. Aber du kannst dich wenigstens vor die stellen. Ja. Na, das ist ja nicht ganz vor die. 40? 40, 45, ja. Haben wir den. Das ist mir. Hauptsache mal noch ein paar Lebenspunkte regeneriert. So. Die wird jetzt eh nicht 16. Wegmachen. Die ist zwar gut, aber ist so gut auch, ne? So, und jetzt aber. Jetzt gibt's einen Gangbang-Hang. Wollen wir es nochmal probieren und wieder? Ja, mach mal. Aber hat ja noch nie geklappt bis jetzt. Ah, na, auch jetzt nicht. Schade. Aua! Eieiei, die gut, haben noch, das die haben noch alle ausweichen, ey. Machen die hier so rum, weißt du? Wenn wir so einen Pfeil ausweichen, ist ein Thema. Uah, zack! Da liegt der. Damit hat er nicht gerechnet. Mach doch ein Special Skill. Oh, war okay. Zu weit. Fällt zu viel. Ah, dann läuft der Pfeil. Special, special. Ja. Was können wir denn? Tödlich, rechts hier. Gezielt. Ja, boah, da spritzt das. Was auch immer. Jetzt ein Wuchtschlag. Dann mach mal. Hinterher nochmal. Zack. Ah, da kommt nicht mehr viel. Jetzt wird die Machete raus. Ja. Oh, jetzt ist die Größe. Ja, kannst ja normal. Bitte. Kannst ja rechts, nee, links den abschließen. Den da. Ja. Ich glaube, der Zwerg wird den nicht machen mit einem Schlag. Jawohl. Peng, voll in die. So, jetzt müssen wir mal gucken. Auch gut. Die heile ich dann auf jeden Fall erstmal. Die? Die zwei hier. Also.
Nicht mit, das ist ein 20er. Ja, Professor. Der hätte noch der braucht volles Mana. Fast. Jetzt einmal. So. Ja, das war's. Da kommt was Kleines von hinten. Da. Ey, das ja, ist der Zauberer hat er noch nichts. Hat er noch nichts. Hat er. Hat er, hat er. Jetzt schön Meisterschutz da. Ja. Normal. Boah. Hier sind ja die Balustrade, da kann er den nicht so anschauen. Einzel, der trifft er nicht. Und wenn, dann muss er da ein bisschen, muss er Muskeln da aufwenden. Naja. Also ich glaube, das erste Gefecht war schwieriger, ne? Warum läufst du jetzt dahin mit der? Ach, das ist die. Ja, ich wollte keinen Schuss mehr verschwenden. Nee. Fail einfach mal. Nee, nee. Dann heil jetzt nochmal den Takate. Nee. Ja doch, für die nächste Runde ist doch da noch eine. Genau. Ja, nee, ein paar ist ja noch nicht heil. Warum? Ach ja, stimmt da, ich habe jetzt auf den bösen da geguckt. Nicht nur der Takate, auch der Schulz ist voll. Der durchblickt hier überhaupt nichts mehr. Ich habe den verwechselt mit dem anderen Platzbaum. Ah! VHS-Henry das Ding. Da ist das Ding. Haben wir schon aber schön Sack zugemacht. Und jetzt kommt die dritte Horde. Also quasi die sechste. Ja. Wir haben ja schon drei hinter uns. Du Jau. Denkst, es wird nicht mehr besser, Mengbilla? Doch. Dann sieh die sechste Horde. Die furchtlosen Menschenfresser des Regengebirges. Hier warst du auch noch nicht. Doch, doch. Also ich glaube... Boah, was ist das denn? Ja. Nur die beiden? Ja, und die reichen auch. Ja, gell. Okay. Wo sind die denn? Oben und unten von dir, ja, da? Ja, das ich, also die muss ich jetzt, da ist es ganz gut, dass wir Speerleute haben. Okay. Weil da müssen wir halt die Deckung ausnutzen. Die rennen auch hierhin, holen sich Waffen. Aha. Das sind voll die Arschlöcher. Okay. Und die sind halt so groß. Ja, ja. Das heißt, die kommen auch hier nicht durch. Das sind drei, gell? Du bist drei. Nein, guck doch unten in der Leiste, sind drei. Du bist drei. Nein, ich bin voll. Wo ist denn der dritte? Da steht er rechts. War er aber weiter. Wahrscheinlich haben wir gedacht, das ist ein Hindernis. Ja. So. Weil jetzt. Boah. Der will sich jetzt was Schickes. Mach holen. Den Feuerball, kannst beide treffen. Ja. Vor allem den haben wir jetzt auch gradet in der letzten Folge. Falls ihr das nicht gesehen habt, guckt nochmal rein, war der Knaller. Ja. Unsere Upgrade-Action ist ja immer das Beste am ganzen Spiel. Was ist das? Der hier. Wenn wir das hier verlieren, kämpfen wir nochmal gegen die oder müssen wir gegen die anderen? Da kommen wir erstmal gegen die anderen. Schwer, die Parade. Ich ignoriere die Rüstung. Die haben schon dicke. Boah. Ich töte euch alle. Ja, ich muss jetzt hier. Also ich muss jetzt quasi immer hier so. Der wird gleich angreifen. Das heißt, ich denke, so gut jetzt erst. Dann geht er auf die kleine süße Mia. Katze. Naja. Der drückt den Pfeil einfach weg, hast du gesehen. Du hast also wir haben getroffen, aber der Schaden ist nicht durch die Rüstung. Also hier stand ja drin, trifft. Oh. Da hat er jetzt noch nichts. Jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht noch mal. Oh. Nee, dann heilen wir den lieber. Für den 10. Ja. So. Die Karte. Hier wird's zu, nee, das wird zu eng. Ich überlege, ob ich mit dem hier vielleicht rübergehe. Aber. Das schaffen wir nicht. Also, ich muss ihn ja doch wirklich erst einmal umziehen. Dann warten wir. Dass die anderen treiben. Also, die mit den Sperren, das ist natürlich jetzt wirklich dazu. Ja, ja. Scheiße. Warte, bringt jetzt nichts, weil die nur diese lahm sind. Warte was? Ich mach mir jetzt erstmal ein schönes Adleräugchen drauf. Und was nochmal? Ich bin nochmal Angriff und Schaden und so. Eier. Eier. Oh, gut. Ja. Und nicht angreifen.
So. Was ist hier? Schattema. Sehr gut. Mit dem muss ich mal warten, mit dem ich dann hier hingehe. Na, trifft aber auch, gell? Ja, mal Finte. Jawohl. So. Jetzt ist er natürlich hier, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Trifft er da nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Aber wenn geht ich. Doch ein Feld noch weiter ist da. Ja, gut, aber dann kommt der von unten, ne? Soll ich den mal einsetzen? Ja. Setz ich den mal einen goldenen Schuss. Oh. Boah. Trifft vor allem auch noch. Der geht aufs Hindernis, ja. Das ist so sein Trick, ey. Ah, super. Ah, du musst doch die Finte machen. Das bringt halt jedes Mal was. Ja, aber besser als normaler Angriff. Der trifft ja eh nicht durch. Das ist ein Overdrive. Overdrive. Kritisch. Fuck. Super, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch gar nicht. Ah, der ist jetzt beim Zwerg auch noch. Super. Und du kannst zaubern wieder, oder? Ja, nee. Der hat 11. Ne? Ach, scheiße. Der hat 11 und das brauche ich für den Heilen. Oh. Jetzt ist er sauer, weil ein Kumpel natürlich das. Der werfen, glaube ich, jetzt, ne? Hey, Angriff! Zack! Da triffst du aber. Da kannst du treffen mit dem. Ja, geh doch einfach da. Doch, da hin, ja. Ja, ich dachte, alles links. Ja. Der ist ausgewichen. Wie geht denn das? Mit so einem dicken Leib, ey. Guck mal, der verwest schon, oder? Boah, der Zwerg! Ja, voll mit der Faust, ey. Knüppel aus dem Sack! Ja. So. Guck, der ist so dumm, ey. Ja. Das ist hier. Das ist eine Karte. Stich hier ran. Zack. Zwergi. Oh, schön, schön. Und noch ein Finte oder irgendwas hier. Zieht der Stich. Ja. Der hat nur noch 6 Leben. Ja. Jetzt kannst du dich mal auf den fokussieren und da. Ganz normal Schuss. Jawohl, jetzt kommt es auf einmal durch. Oh, super. Der wehrt, ab und haut drauf. Der macht alles. Ja, das ist die Pitch. Oh, nice. Ja, ich denke mal, das war ein erfolgreiches Match. Boah, was ist hier für ein Schmodder da rumfliegt, ey. Ja, wir können das nicht mehr verlieren. Der läuft jetzt nur dumm die Barrikade rum. Das wäre auch jetzt. Und den Pfeil wieder wegschlagen. Zu heftig gewesen. Heil doch mal den am Boden liegen. Wenn wir eine Chance haben, vielleicht. Achso, den da. Ja, ja. Na, den. Mach mal wieder lebendig. Jetzt wirst du langsam arrogant, kann das sein? Oh ja. Oh ja. Werf mit der Axt. Warum kann er das nicht? Ich weiß es nicht. Eigentlich die einfachste Übung für den. Ne? Mal zumachen hier. Einen schönen Schuss. Ach. Das ist ja die einzig richtige Abkürzung. Jetzt kannst du doch eigentlich mit dem Zauberer wieder. Mal zaubern. Flammenstrahl. Was für eine Abkürzung für was? Die einzig richtige Abkürzung, wo man SS richtig benutzen kann. Ne? Schönen Schuss. Oh. 17 Schaden. Mhm. Der hat halt einen Knüppel in der Hand. Get down. Hör zu. Heute habe ich ein Gespräch zwischen den Monterreys belauscht. Sie wollen die Asselkönigin in die Arena schicken. Ach was. Sie sagen, kein Gladiator hätte bisher einen Kampf gegen sie überlebt. Also sollten wir uns etwas einfallen lassen. Gift? Wir haben kein Gift. Ein Tag voller Blut, Mengbilla. Aber es war noch nicht der letzte.
Morgen Abend wird der Totenvogel wachsam sein. Jau, super. Und wir haben es wieder mal geschafft. Ah! Mache ich gerade schon mal Katze an, Schulz. Dann machen wir uns noch ein bisschen gemütlich auf der Couch. Oh, ja. Ich freue mich schon. Aber lass die Hose bitte wieder. Nee. So, alles klar. Macht's gut, Leute. Das waren die Vorspieler. Und wir haben die sechste Hürde auch noch genommen. Ja, jetzt gibt's eine andere 6. Ciao. Tschüss.